Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute wieder mit dem Alex und einem neuen Game von Desura. Es heißt Boson X, ist wieder kostenlos zur Verfügung bei Desura. Und ich werde es einfach mal jetzt anzocken. Hier ist anscheinend schon ein bisschen was. Ich gehe mal auf Reset. Ja, ich bin mir sicher, absolut sicher. Status undiscovered. So beginnen wir. Und wir starten mit diesem Brief. Okay. Ich kann mich jetzt also hier fortbewegen. Oh, länger drücken. Und jetzt hoch. Also ist anscheinend irgendwie so ein Jump-Run-Ding. Und jetzt drücke ich einfach mal. Das mache ich immer ein bisschen durch das Level. Bam, ich sind mal alle weg. Mit meinem Können hier, weil ich ja der Oberbabo bin. Zack, zack, zack. Zack, zack. Schubidop, dabadab. Und ist anscheinend sehr lustig gemacht hier. Bis wir hier irgendwie mal das Ende erreichen, falls es sowas gibt. Ein Ende. Jetzt war ich anscheinend zu langsam gewesen. Oh, ich war bei 93,32% gewesen. Da geht auch noch was. Okay, ich wollte jetzt eigentlich auf diese blaue. Aber das war es anscheinend nicht so ganz. Dann machen wir hier nochmal kurz. Das kommt Lauf. Also ich muss anscheinend sehr oft über diese blauen Dinger. Deswegen werde ich jetzt einfach mal öfters über die blauen Teile. Also ich sehe, die Prozentzahl steigt. Mit jedem Mal mehr weiter. Okay, next level habe ich anscheinend erreicht. Ich habe jetzt 106. Jetzt ab wie Schmidts Katze. 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 Nein! Katze, 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 Katze. Congratulations! Geon Particle discovered. Acceleron Experiment unlocked. Graviton Experiment unlocked. Press Enter to continue. Dann machen wir doch mal Enter to continue. Okay. Oh, jetzt ist es nicht mehr blau. Jetzt ist es gelb. Wir haben jetzt anscheinend was Neues. Zwei. Acceleron undiscovered und Graviton undiscovered. Dann legen wir doch mal direkt los. Okay. Da baut sich das jetzt alles erst ran. Sieht ja auch wieder lustig aus. Okay, also ich darf glaube ich nicht so oft auf diese roten Zeile kommen. Da sehe ich, da gehen mir ja die Dingens weg. Die anderen Platten verschwinden nach oben. Nein, du solltest nicht nach links, sondern nach oben. So, rechts. Ich will jetzt ja auch noch mal was ordentliches erzählen. Zack. Nein, ist alles. Ich versuche immer so, weil man das vom normalen Spielen so gelernt ist, dass man so ja schräg springen kann. Kann man ja auch nicht. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und diese etwas, nein, andere Steuerung. Ich bin hier gerade eben total. So,
ich einen längeren Sprung machen. Aber komm, jetzt hau mal rein. Und zack. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Nein! Hätte ich noch eins runtergemusst. Gut, lassen wir das erstmal. Gehen wir mal zu dem anderen. Würde ich ja gerne mal wissen, wie das aussieht. Ich werde das Spiel hier nicht komplett durchspielen. Das schaffe ich sowieso nicht. Oh, das geht jetzt aber ganz schön rasant. Ja. Ja. Oh, es ist lila. Wir machen noch ein paar Leute. Nein, okay, am Anfang vielleicht zu recken ist auch sehr besser. Wenn man hier was erreichen möchte. Nein, ich war da sogar noch drauf. So, kommt man jetzt rechts, links, links, links. Direkt. 0%, das ist super. Jetzt kommt nochmal und nochmal und nochmal. Das ist hoffnungslos. Sag ich euch, hoffnungslos. Das hier ist schon also die schwere. Nein, du solltest. Ich bin jetzt an die Wand gesprungen, ne? So. Ach man, hohe. Ich drücke mal auf irgendwelche Tasten am Anfang. So. Zack. Zack. Ich glaube, da kann ich drüber. Also man soll dir. Es ist hat am Anfang dachte ich immer so, dass als ich hier die ersten paar Level gezockt habe, habe ich so gedacht. Ist jetzt so ein 0815 Spiel, wo man denkt, ja, muss man wie bei Subway Servers oder es gibt ja irgendwelche Beispiele. Ich will jetzt keine Werbung für diesen für diese Spiele machen, aber Spiele wie Temple Run oder Subway Servers, die man auf Smartphone zocken kann, sind ja auch so ähnlich aufgebaut, aber nur ganz ähnlich, also weit entfernt verwandt. Aber ich kenne noch ein Spiel, das ist von Avicii, das weiß ich gerade nicht mehr, wie das hier ist. Auf jeden Fall von Avicii, das kann man auch selbst holen. Das ist auch ungefähr so aufgebaut. Ja, das ist relativ lustig. Ich mache jetzt nochmal das Anfangslevel, um ein bisschen gut auszusehen. Ne? Dann zeige ich euch nochmal diese Schönheit von dem Spiel. Also ich finde es, persönlich könnte man dieses Spiel jetzt nicht sagen, wenn man jetzt meint, ich brauche ein neues Spiel, es muss ein bisschen komplexer sein, ich muss ein bisschen mehr machen können. Hier sind einem zwar auch schon ein paar Möglichkeiten gegeben durch diese verschiedenen Arten von Levels und hier diese Vielfältigkeit, die dann entsteht durch die Levels, wie diese Baustellen dann angebaut werden, habt ihr ja vor uns gesehen, dass das dann unterschiedlich passiert. Ja, aber mehr hat man jetzt hier nicht. Aber dieses Spiel kann man hier perfekt nehmen, wenn man so irgendwie Langeweile hat. Weiß ich nicht, wer Langeweile hat. Wer Langeweile hat, schaut sich auch solche Parts hier an. Aber gut. Wer Langeweile hat, kann so ein Spiel hier eigentlich, denke ich, perfekt gebrauchen. Denn es erfordert ein klein wenig Denken. Und ihr seht, ich reck hier manchmal schon bei den kleinsten Sachen, wenn ich dann nicht nachdenke. Das heißt, ein bisschen anstrengen muss man sich hier, aber auch nicht zu sehr, dass es jetzt irgendwie zu schwer ist. Und dann gibt es ja auch solche Next Level in dem Spiel drin, was halt dann auch lustig ist. Gut. Soll es das erstmal gewesen sein? Das Spiel heißt Boson X. Ist von Ian McClarty und John Carney. Die Version 1.0.5. Würde ich weiterempfehlen, als kleines Spiel mal sich zu besorgen, wenn man es möchte. Ist ja jedem freigestellt, ne? Das war's vom Alex. Bis zum nächsten Let's Play.